Inferno Nummer 8, Kongress Innsbruck und bei uns Maiwand Hamras. Maiwand, im Gepäck den ersten MMA-Sieg, wie fühlt es sich an? Ja, richtig geil. Ich meine, ich habe den ersten Kampf leider verloren gegen einen starken Grappler und dann wurde ich schon abgeschrieben als Kickboxer und er kann kein MMA. Und ich glaube, mit dem Kampf habe ich es gezeigt. Ich habe eine solide Leistung auf dem Boden gemacht und MMA mit den dünnen Handschuhen, alles hat geklappt, wie ich mit meinen Coaches besprochen habe. Der Sieg war immens wichtig für mich einfach. Das war so ein Druck nach so einer Niederlage. Und dann, wenn natürlich alle sagen, ja klar, ich habe viele Kämpfe im Kickboxen, dann sagen die ja verlächelt, belächelt gesagt, ja, der kann nur Kickboxen. Und damit habe ich das jetzt allen gezeigt. Und das ist nur der Anfang. Und ich danke auf jeden Fall all meinen Sponsoren hier auf dem T-Shirt drauf. Natürlich meinem Management, Nanosquad, meinem Team, meine Brüder vom Fight Lab Munich. Edis natürlich vom Fight Lab Munich und noch auf Englisch, special thank to Ozzy from 971 MMA in Dubai. He prepared me for the fight. The whole team from 971 Gym, Munir, John and all the people. Special thanks to Ozzy MMA. This win was for you. Thank you for having me. Das klingt doch nach einem guten Team, das du da im Background hast. Yeah. Fürs Protokoll, gut mit Striking vorbereitet und dann mit einem Rear Naked Choke gefinished. Yeah. Also durchaus amtlich. Jetzt bist du auf den Geschmack gekommen, gehe ich mal davon aus. Yeah. Gibt es schon weitere Pläne, sowohl im MMA als möglicherweise auch im Kickboxen? Also jetzt erstmal auf MMA konzentrieren, langfristig natürlich meine Revanche einholen beim letzten Inferno, den zu besiegen. Und dann schaue ich mir jetzt auch den nächsten Kampf an, den Pöschel, Lokalmatador. Ja. Yeah. Das wird bestimmt auch ein lustiges Aufeinandertreffen, zwei Striker. Hauptsache, wir haben eine gute Show, würde ich sagen. Ja, die hast du heute auf alle Fälle geliefert. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch. Lass Dankeschön. Es dir schmecken, diesen Erfolg, und dann hoffentlich auf bald. Und auf jeden Fall noch ein besonderer Dank an Fight24. Ihr macht eine super Arbeit. Danke dir, mein Lieber. Danke dir. Welcome to the Grind.